Hallo und herzlich willkommen, ich bin's nochmal. Ich zeige euch jetzt, wie ihr in GTA ein paar Waffenverstecke finden könnt. Und zwar in der ganzen Welt sind ja Waffen versteckt. Ich zeige euch jetzt die Waffenverstecke von der Hälfte, von der Inselhälfte hier, von der hier, von der linken, wo man erst freischalten muss. Weil da weiß ich auch ein paar. Also zuallererst klappen wir uns mal ein Auto. The car for hot excitement. The car for a man who is alone against the elements. Pride is back. It's the power of a compact. Fuel injected. Ibatsu Thunder. On the toll road of life, you have to pay to prove you can. Live the emotion of an individual. The awesome power of nature distilled into one vehicle. Because after you get struck by lightning, there's thunder. The Ibatsu Thunder. Also, hier rein. Hello, welcome back to KJet. I'm a woman, so I know it's important to discuss feelings. That's why we don't have any male. Waffe. Und zwar gleich eine ziemlich gute Waffe. Und die spawnt da immer wieder. Und zwar, wie man hier schon sehen kann, ein Raketenwerfer. Der liegt ja einfach so im Pool. Also ich schnappe nur zu dem. Ich zeig nochmal hier auf der Karte den Ausschnitt. Hier. Und auf dem GTA fürs Handy ist es genau das gleiche. Da ist es, dann ist es auch an der gleichen Stelle. Das ist diese kleine Hütte, diese kleine Häuschen, das man hier in der Karte sieht. Da drin ist es, im Pool. Gut, und dann gehen wir gleich zum nächsten. Das sind... ja, das ist eine einzelne. Ah ja, und der funktioniert natürlich auch, wenn man sieht. Ich schieße es nicht, weil da kommt die Polizei und dann... Obwohl, ich hatte ja nicht mehr alone, okay. Und dann schreibt uns da noch die Kranken, die wir brauchen. Ja, die gehen. Und zwar finden wir dann eine Spaß-Schrotflinte. Eigentlich eine der stärksten Schrotflinten. Und die liegt da auch einfach so rum. Ich glaube, die Scheiße kann ich leider nicht retten, aber... Oh Mann... Ich muss das nicht sein, verdammt. Wie geht's hier raus? Ja. Ja. Und zwar hier seht ihr dieses Plakatschild am Flughafen. Ja, da müsst ihr einfach nach hinten laufen. Dann seht ihr hier die Spaß-Schrotflinte hier. Und die könnt ihr auch gedrückt halten. Das ist eine ziemlich schnelle Schrotflinte. Ich finde die hier. Ich zeig das auf der Karte. Hier. So, dann sind wir wieder auf der Insel. Und dann müsst ihr einfach zum Bootshaus werfen. Die Werft befindet sich da hinten, wo die Boote sind. Oh. Verdammt. Okay, hier können wir eigentlich schon aussteigen. Und zwar gleich hier neben dem roten Auto. Hier sieht man sie schon, die Uzi, wie sie da herrenlos rumliegt. Hier. Nehmen und... Mord. Tut weh. Ja.